So. Auf dem Schiff übrigens, gehen wir hier in die Mitte und drücken runter. Können wir jederzeit in das Schiff rein. Können dadurch Energie und Raketen auffüllen. Und wir können speichern. Also quasi, das Raumschiff ist bei uns eine Station, die alles auflädt. Unsere Energie, unsere Raketenmuni. Aber ich glaube auch nicht jede Raketenmuni. Weil wir finden im Laufe noch bessere Ausrüstung. Wow. Von da kamen wir. Und da sind wir jetzt aktuell fertig. Dann können wir jetzt auch aktuell diesen ominösen Gang mal anschauen. Super. Jetzt muss ich gerade gucken, habe ich soweit alles erledigt? Nein, habe ich nicht. Okay, Kommando zurück. Wir haben ja jetzt die Bomben. Ich kugel mal kurz runter. Hoppa. Und zwar will ich jetzt hier rein, weil wir haben, wie gesagt, jetzt die Bomben. Dadurch könnten wir jetzt auch diesen Gang erkunden, der uns zu einer blauen Tür führt. Aktuell bei den Karten, wie man da oben rechts sieht, sobald man was blau, also blau steht für noch nicht erkundet und die weißen Punkte stehen für Items. Dass es hier ein Item gibt und hier gibt es die Raketen. Beziehungsweise Raketencontainer. Jetzt haben wir schon 15 Stück. Und es ist noch ein weiter Weg bis unsere 250 Raketen. Ja. Also es ist kein Zuckerschlecken. Damit will ich mal ausdrücken. Manchmal haben gewisse Räume auch so den Charme, dass die noch ein Geheimnis beinhalten. Aber anscheinend nicht. Also es gibt jede Menge, jede Menge. Jede Menge Secrets und wir nehmen eine Abkürzung und kommen hier runter. Allerdings tauchen die Plattformen hier gleich eh wieder auf. Weil das sind solche komischen Berührungsplattformen. Berührt man sie, zerbröseln die sofort. Und nachdem die zerbröselt sind, wie gesagt, tauchen die zwar sofort wieder auf, aber wir haben keine Möglichkeit, kurz so stehen zu bleiben. Also nur diese kurze Berührung oder so. Also wir können da fast nicht mal abspringen. Was schade ist. Naja. Können wir da in unser sicheren Verderben laufen. Hier muss ich aufpassen, weil hier gibt es nämlich diesen Flitzer hier, der etwas aushält. Und davon gibt es, glaube ich, zwei Stück. Ja. Au. Es gibt ja auch kleine Heilpunkte, die nur, wie viel heilen? 5? Die großen heilen 10. Das habe ich ja, glaube ich, schon erklärt. Und hier haben wir unser erstes spezielles Item, einen Energietank. Energietanks sind praktisch. 14 Stück gibt es, glaube ich. Ob ich alle bekomme, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde es mal wünschen, wenn. Hier haben wir einen Weltraumpirat, der sich von unseren Laserschüssen nicht beeindrucken lässt. Deswegen brauchen wir die Raketen. Ein Schuss reicht aus. Und die sind Geschichte. Also das sind schon härtere Weltraumpiraten. Und nicht jeder lässt gerade hier Raketen fallen. Aber wir kriegen ja eh immer. Mit einer Rakete kriegen wir zwei Raketencontainer aufgeladen. Ich will erstmal das so machen. Ein ruhiges Pflaster hier. Ein endlanger Gang. Ich glaube, das im Hintergrund sind die Chozo-Ruinen aus Metroid Zero Mission. Und die ist im nächsten Raum. Haben wir die großen vier. Boah, ich finde die Musik einfach. Boah. Also jetzt nicht grässlich, sondern Gänsehautmäßig. Bedrohlich.
Wir haben hier eine Riesenstatue. Wir haben Wasser. Und die vier Statuen haben blinkende Augen. Das sind die Seelen, kann man sagen. Die Seelen der Kreaturen. Und zwar müssen wir vier Bosse besiegen. Der erste hier, das Dickerchen mit den Stacheln am Bauch, das ist Krayt. Jeder andere wird ihn noch eventuell aus Metroid Zero Mission kennen. Oder aus Metroid 1. Ein unangenehmer Zeitgenosse, der aussieht wie ein Hund. Aber hier in Super Metroid haben die ihn echt super getroffen. Der zweite hier mit dem gelben Punkt, das ist, glaube ich, Phantoon. Oder Phantoom. Aber ich meine Phantoon hieß er, der Gute. Ist irgendwie so der typische Octo-Brain-Boss von Duke Nukem Forever, so ungefähr mit Tentakeln. Der dritte hier rechts im Bunde ist Drygon oder Drygoon. Eine Unterwasserkreatur, wenn mich nicht alles täuscht. Und ebenfalls nicht zu unterschätzen. Und der letzte Boss da oben. Wir haben ihn ja schon am Anfang gesehen, Ridley. Also, die Bosse werden, glaube ich, auch nach den Augenfarben bestimmt. Es geht ja eh nur die Reihenfolge grün, gelb, blau, rot. Krayt, grün vielleicht. Phantoon, gelb für Mittel. Blau, Phantoon, sag ich schon. Drygoon, für schwer und Ridley für sehr schwer. Aber, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aktuell können wir hier also nichts machen. Das ist nur die Statue mit den Seelensteinen, sag ich jetzt einfach mal. Was bedeutet, dass wir die ausschalten müssen? So, ich will meine Raketen vielleicht auffrischen, wenn es machbar wäre. Nein, das wird mir verwehrt. Gut. Apropos, man braucht nicht unbedingt Select drücken, wenn man Item ausgewählt hat. Man drückt einfach Y. Und schon ist... Also, laut Super Nintendo Controller. Man kann sich ja einstellen, wie, wo, was. So, gegen die Grauen kann ich nichts ausrichten. Aber gegen die hier... Das sind solche komischen Vulkan-Viecher, sag ich jetzt einfach mal. Der spawnt lauter solche kleine Monstern. Und das Praktische daran ist, die Kleinen, wenn man die vernichtet, lassen die Heilung oder Raketen fallen. Also ist eine gute Aufladestation. Die Gegner, ich weiß nicht, wie man die nennt, kam ja auch, glaube ich, in Metroid Fusion vor. Hat sich ein Parasit, X-Parasit, in die Viecher eingenistet, sind die extrem gewachsen und haben den Weg versperrt. Gut. Fahren wir runter in Richtung Brainstar. Oh, die Musik finde ich übrigens auch super. Also es klingt so dschungelmäßig, die Musik. Elektronischer Dschungel, kann man sagen. Und Brainstar ist ja eigentlich auch ein Dschungelgebiet. Die Gegner halten auch mehr aus. Zwei Schüsse. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich gehe erstmal rechts. Entlang. Und ich finde heraus, hier kann ich noch nichts machen, außer die Raketen hier einsammeln. Und genau das meinte ich mit durchgebrochenem Boden. So. Perfekt. Komm raus. So. Da kommen auch immer wieder Weltraumpiraten raus, also solche Mini-Viecher. Oh, stimmt. Jetzt können wir ja 20 Raketen aufsammeln. So. Und raus hier. Hier können wir aktuell nicht weiter. Man hätte gesehen, der Boden bricht da schnell durch. Wir können da nur durchrennen. Aber wir sind da echt nicht schnell genug. Und als Morphing Ball haben wir kaum eine Chance. So. Lebensenergie. So, mal gucken.
Aha, hier können wir durch. Hier eine Bombe. Den aus dem Weg räumen. Und hier durch. Und hier finden wir den Kartenraum von Brainstar. Karte wird übertragen. Und man sieht schon, Brainstar ist riesig. Und dort haben wir ja die Bomben gefunden, dort in der Mitte. Und es geht noch ewig weiter. Es geht einmal dort hoch, dann geht es dort hoch. Also, Brainstar ist riesig. Hier gibt es auch den ersten Zwischenboss. Und dort hinten sieht man den Schädel. Das ist der Bossraum. Also wir müssen weit, wirklich sehr weit laufen. Durch Maridia. Dann geht's auch runter nach Norfair. Halleluja. Worauf habe ich mich eingelassen mit diesem Projekt? Das frage ich mich gerade irgendwie. Aber gut, Super Metroid zählt ja eines zu meinen Lieblingsspielen, die jemals erschienen sind. Und ich habe die ja selber schon einmal Let's Play. Das war ja mein allererstes Let's Play Projekt. Allerdings musste ich leider die Videos löschen, weil 4, 5 wegen Nintendo. Und das zweite war ein Replay. Das war eine kleine Challenge, weil bei der ersten, beim ersten Let's Play hatte ich, glaube ich, wie viel? 82% und oder 88%. Und bei meinem Let's Replay, was ich leider ebenfalls löschen musste wegen Nintendo. Also Nintendo ist da ganz, ganz, ganz seltsam drauf. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wie gesagt, Nintendo ist da ganz komisch drauf gewesen. Oh, ich erinnere mich an diesen Raum. Das mit Vorsicht zu genießen. Diese Kerlchen bitte am Leben lassen, weil die erleuchten nämlich den Raum. Und, ja, und ich habe halt das Let's Replay löschen müssen. Da habe ich, glaube ich, 92% oder 95% erreicht. So, das hier ist eine Raketenaufladestation. Da füllt die kompletten Raketen wieder auf. Was echt praktisch ist. Und ja, ich habe nicht gelogen, was diese Gegner betreffen, weil bringen wir die um, wird der Raum immer dunkler. Und am Ende sieht man den Weg nicht mehr. Und die Stacheln sieht man, glaube ich, auch nicht mehr. Ich kann es ja mal testen. Ja, den Weg sieht man nur noch ganz schwach. Also, der Raum ist wirklich schon mit Vorsicht zu genießen. So, kommen wir nach unten weiter? Nein, kommen wir nicht. Weil da uns ein Item fällt. Und wir brauchen das Item, denn ohne das Item können wir hier nicht durch. Oh. Alter. Oh, die machen aber gut Schaden. Alter, wie viel gibt denn das rote Ding? Das große Ding. Okay, die kleinen geben. Jetzt habe ich vergessen nachzuzählen. Oh, das sind diese Blöcke. Die sind noch hartnäckiger. Die können wir gerade noch so richtig durchbomben. Aber so wirklich auch nicht. Hier fehlt uns auch ein Item, das wir da runter können. Die Gesellen können wir nichts ausrichten. Die bohren sich einfach nur nach unten. Ja, ja. Hier haben wir so eine Knubbelstation. Ach, doch, die kleinen Punkte geben 5 Punkte. Okay.